Medizinalarzt Dr. Nieburger reiben wir einen Salamander. Ad exercitium salamandri. 1, 2, 3. Neuteutonia führt ab. Silenzium! Neuteutonia hat Abfuhr erklärt. Zeit 9:14 Uhr. Der Französische Strauß spricht von dem ungewaschen und unrasiert ausschauenden Dutschko. Der Oberbürgermeister Schlacher von Baden-Baden nennt sie einen Kirchenschänder, Rabauken und Flegel. Und der CSU-Bundestagsabgeordnete Frank Xaver Unerte nennt Dutschke eine ungewaschene, verlauste, verdreckte Kreatur. Wie erklären Sie sich diesen Hass auf der anderen Seite? Es ist ein Zeichen autoritärer Strukturierung, das heißt ein Zeichen dafür, dass man Minoritäten und Einzelne anklagen muss, um von den Schwierigkeiten und Problemen einer Gesellschaft ablenken zu können. Dann immer deutlicher. Friedrich schwenkte seinen Hut und brüllte:
dass die Herren im Wagen ihr Gespräch unterbrachen. Der Rechte neigte sich zurück und sie sahen einander an. Der Kaiser lächelte. In einigen Sekunden waren sie ganz allein miteinander. Der Kaiser und sein Untertan.